mein Nachbar, der ist Ur-Hamburger und er hat ständig wechselnde Frauenbekanntschaften und jetzt hat er endlich eine gefunden für länger als nur eine Legislaturperiode. Und mit der hat er jetzt neulich sogar Jahrestag gefeiert und davon hat er mir erzählt. Ja, und neulich kommt meine Freundin zu mir und sagt, Günni, wir haben doch jetzt Jahrestag. Da möchte ich ihn mir richtig schön ins Restaurant einladen. Und dann sage ich, ja, du bist ja eine Emma, du bist ja immerhin eine Frau. Da kannst du mich auch mal schön einladen. Und dann kommen wir an das Restaurant und es ist ein piekfeiner Laden. Da sage ich, da gehe ich nicht rein, ich bin doch nicht bescheuert. Guck mal, da sind Fenster rein, überall weiße Ballast auf den Tischen, total viele Gläser. Dann sagt sie, bitte, ist doch unser Jahrestag, das wird dir gut gefallen. Okay, sag ich, gut. Und drinnen, da gibt sie mir die Speisekarte. Und dann denke ich, Mensch, das sieht ja lecker aus. Hier vorweg klare Deppensuppe mit Gesockseinlage, Schlappschwanz in Blätterteig oder mal ein schönes Schwachmartenpfännchen. Hauptgerichte, sagt sie, hat sie, war sie mit Rita hier, hatte sie neulich Hackfresse an Pissnelkensalat und Rita hatte Sauertopf mit Vollpfosten geschnetzelten. Da sag ich, du, da kann ich mich nicht entscheiden. Nehme ich zicke Kurpfuscher Art an marktfrischen Specken oder lieber das Schleimscheißerfilet auf gedünsteten Schmierlappen mit pikantem Schnorchzerpfengemüse. Sagt sie, sie hat sich entschieden, sie nimmt rosa gebratenes aus der Trantütenkeule an dumme Nussbutterkruste. Ja, sag ich, dann nehme ich seit dem Bocker vom Hühnerficker mit Knallchargensalat. Dann war das nun ein richtig schöner Abend. Ja, Hamburgisch ist nicht nur eine sehr, sehr schöne Sprache, nein, die Stadt ist auch unheimlich schön, wie ich finde. Es ist nur immer blöd, wenn man von da aus zu einem Auftritt fährt, fährt man natürlich meist nicht kürzer als 4 Stunden. Aber ich fahre ja mit der Bahn und Bahnfahren finde ich toll. Ach, das finde ich herrlich. Ich finde es schön, dass man in der Bahn so viel von seinen Mitmenschen mitbekommt. Ne? Gerade wenn die telefonieren. Ich bin ja schon manches Mal bin ich eine Station weitergefahren, als ich eigentlich wollte, einfach weil ich wissen wollte, wie das Telefonat von meinem Sitznachbarn weitergeht. Hallo? Katrin? Hörst du mich? Katrin? Hallo? Ja, hallo Katrin, hier ist Hans-Jörg. Ja, ich bin jetzt im Zug. Ja, ICE 437. Du, ich mache hier gerade noch die Sache für den Schneider fertig, da wollte ich dir nur kurz... Hallo? Katrin? Hörst du mich? Hallo? Katrin? Ja, hallo Katrin, hier ist Hans-Jörg. Du, ich mache hier gerade die Sache für den Schneider fertig, da wollte ich dir nur kurz erzählen, der Schneider hat mir das Du angeboten. Er ist jetzt der Stefan. Hallo? Katrin? Bist du noch da? Hallo? Ja, hallo Katrin, hier ist Hans-Jörg. Ja, es ist schlimm, immer zwischen Fulda und Würzburg. Ja, ja, das ist schlimm. Nein, das liegt nicht an deinem Handy. Nein, es liegt auch nicht am Netz. Nein, nein, das sind die Tunnel. Das sind die Tunnel, ja klar. Du kannst hier nicht telefonieren. Nein, du kannst es komplett vergessen. Auf dieser Strecke kannst du nicht telefonieren. Nein, es geht nicht. Es geht definitiv nicht. Du hast keine... Ja, du, ich ärgere mich da schon gar nicht mehr drüber. Es geht nicht. Es geht nicht. Ich würde sagen, wir probieren es trotzdem. Hallo, Katrin? Hörst du mich? Hallo, Katrin? Ja, hallo, Katrin, hier ist Hans-Jörg. Du, der Schneider hat mir das Du angeboten. Er ist jetzt der Stefan, obwohl er der Jüngere ist. Obwohl er der Jüngere ist, ist er jetzt der Stefan. Der Stefan, nein, hier ist Hans-Jörg. Katrin? Hallo? Ja, hallo Katrin, hier ist Hans-Jörg. Du, der Schneider hat mir das Du angeboten. Das Du. Ich weiß, dass du Katrin bist. Ja, ich hasse es auch, im Zug zu telefonieren. Ja, ich mach's total ungern. Gut, ich komme vor ins Bordbistro. Bis gleich.
Dankeschön. Ach ja, da wünscht man sich doch wirklich einen Tourbus, ne? Wie die großen Bands einen haben, einen Tourbus. Wie die Rolling Stones zum Beispiel. Die Rolling Stones gibt es ja schon sehr, sehr lange. Die sind ja schon seit vielen hundert Jahren sind die unterwegs. Wir kennen die Rolling Stones von unseren Eltern. Unsere Eltern kennen sie von deren Eltern kennen sie von ihren Eltern. Ich meine sogar, dass beim Bau der Cheops-Pyramide im Hintergrund die Stones im Radio lief. Passt ja auch prima zum Pyramidenbau. Rolling Stones. Witzig. So, und obwohl die letztes Jahr 70 geworden sind, haben sie nochmal eine riesige Welttournee gemacht und ich habe das große Glück, ich habe das Tour-Tagebuch von Ron Wood gefunden und ich werde es vortragen. Also nicht nur vortragen, ich lese auch draus. Ist ja sonst doof, ne? Erster Mai. Morgen fliegen wir nach Toronto. Ausverkauft. Und ich kann meine Stützstrümpfe nicht finden. Hab mir extra schwarze Stützstrümpfe anfertigen lassen. Auch für den Hals. Geiler Gig. 60.000 entfesselte Menschen. Ich bin froh, dass Mick Jaggers Haftcreme mitgemacht hat. Er auch. Drei bildhübsche Mädchen habe ich mit aufs Zimmer genommen. Blutjunge Dinger. Alle so Mitte 40. Boah, war das eine Nacht. Ich habe dreimal hintereinander habe ich bei Kniffel gewonnen. Dann bin ich eingeschlafen. Mir ist der Waschlappen schon wieder runtergefallen. Muss mir unbedingt mal meinen Greifarm kommen lassen. Das Catering ist ein Traum, allerdings ein Albtraum. Muss mir die Rinde selbst vom Brot abmachen. 20. Mai, heute Boston, ausverkauft, 83.000 Menschen. Nach der Show waren wir alle auf Charlies Zimmer und haben die Minibar platt gemacht. Mick fing irgendwann an, ob wir den Fernseher aus dem Fenster werfen, aber Charlie wollte unbedingt die Wiederholung vom Kochduell zu Ende sehen. Er kam dann auf eine total abgefahrene Idee. Wir haben uns Kräutertee bestellt und den ganz lang ziehen lassen und dann getrunken. Das hat vielleicht geknallt. Danach haben wir noch alle unser Handtuch auf den Boden geworfen, obwohl wir es eigentlich noch mal benutzen wollten. Rock'n'Roll! Oh mein Gott! Es ist wundervoll, heute hier zu sein. Oh ja, das ist es wirklich. Ihr seht toll aus. Habt ihr mich erkannt? Ich meine, wisst ihr, wer ich bin? Ich bin Elke Schmidt, ich bin Synchronsprecherin. Ich bin die deutsche Stimme von fast allen Frauen aus amerikanischen Spielfilmen und Fernsehserien. Und ich werde verdammt nochmal sehr häufig gefragt, wie macht man das? Wie wird man Synchronsprecherin? Muss man diese Art zu sprechen und sich auszudrücken? Muss man das lernen? Nun, ich weiß es nicht. Ich habe immer schon so gesprochen. Aber ich will gar nicht länger aufhalten. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Tschüss. Sie merken schon, ich gucke sehr gerne fern. Fernsehen ist fast so eine Art Hobby von mir. Und um Hobbys ging es unlängst auch im ZDF-Fernsehgarten. Hallo, herzlich willkommen. Ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich hier im ZDF-Fernsehgarten bei strahlendem Sonnenschein. Und Garten
Frauen ist auch schon das richtige Stichwort, denn 68% der Deutschen verbringen ihre Freizeit im Garten. Und wir wollten mal wissen, was die Deutschen denn sonst noch so für Hobbys haben. Ich freue mich auf unsere Gäste. Das sind Eva aus Chemnitz, Anne aus Stuttgart, Rita aus Versehen und Wilhelm aus Dingolfing. Ja, fangen wir gleich mal an mit Ihnen, Eva. Was machen Sie denn in Ihrer Freizeit? Na, ich mache Hinterglasmalerei. Hinterglasmalerei, das hört sich toll an. Das ist ja ein kreatives Hobby. Farbenspiele. Das macht ja bestimmt unheimlich viel Spaß. Nein, ich hasse es. Es ist furchtbar, ich kriege ja überhaupt nichts hin. Es ist ein Geschmiere mit den Farben. Wirklich, man macht sich die Klamotten schmutzig, es tropft auf den Boden. Ich find's zum Kotzen. Ja, aber warum machen Sie es denn dann? Es ist nun mal mein Hobby. Das ist ein Grund. Wie ist es denn mit Ihnen, Anne? Was ist denn Ihr Hobby? Ja, also, ich mache Salzteig. Alltagsgegenstände aus Salzteig. So Sachen wie Aktenvernichter oder Kotflügel mache ich aus Salzteig. Ja, das ist toll, das ist spannend, war was ganz, ganz anderes. Woran arbeiten Sie denn im Moment? Im Moment arbeite ich in Hefeteig. Aus Salzteig. Das heißt, dass wir es richtig verstehen, Sie machen etwas, was aussieht wie Hefeteig aus Salzteig. Das ist irre, das ist neu, das finde ich ganz, ganz toll. Ja, es ist ja gar nicht so einfach, weil der Hefeteig hat ja eine ganz andere Kontinenz wie der Salzteig. Ja, das stimmt. Rita, zu Ihnen, was ist denn Ihr Hobby? Ich habe kein Hobby. Muss doch irgendwas geben? Nee. Ich habe leider kein Hobby. Gibt es nicht irgendwas, was Sie gerne mal machen würden oder gerne mal wären? Ich wäre gern Äbtissin. Im Kloster, aber nur als Hobby. Ja, schöne Idee. Kommen wir vielleicht erstmal zu Ihnen, Herr Wilhelm. Sind wir natürlich gespannt wie ein Flitzebogen, der einzige Herr in unserer Runde. Was ist denn Ihr Hobby? Ja, mei, ich bin Wutbürger. Wutbürger, das ist mal was ganz anderes. Finde ich spannend, finde ich prima, finde ich toll. Wie sieht das denn aus? Ja, mei, ich reg mich heute auf. Ich lese was in der Zeitung und dann reg ich mich auf. Schön, machen Sie das alleine oder auch mit anderen zusammen? Ja, wir haben einen Verein gegründet, der heißt Wutbürger e.V. Und da treffen wir uns und dann ringen wir uns auf. Erst am Montag haben wir uns dermaßen aufgeregt. Ich weiß gar nicht mehr warum, aber wir hatten über 160 Dezibel. Das muss man erst einmal schaffen, muss man das erst einmal. Ja, danke schön. Man merkt wirklich, Sie sind da mit Herzblut dabei. Das finde ich toll. Wie ist es denn, Eva, wenn Sie den Wilhelm so erleben, bekommen Sie da nicht auch Lust, sein Hobby auszuüben? Also vielleicht Wutbürgerin zu werden? Na, ich reg mich ja während der Hinterglasmalerei sowieso immer so auf. Da kann ich mir schon gut vorstellen, das zu kombinieren, ja. Ja, schön. Wie ist es mit Ihnen, Anne? Also für mich persönlich wäre es nichts, aber ich finde es gut, wenn es jemand macht. Ja, auch sehr schön. Rita? Nein, ist klar. Obwohl, wieso eigentlich nicht? Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Ich gehe ja gerne mal aus mir raus. Ja, wunderbar. Dann haben wir ja noch was für Sie gefunden, Rita. Und ich möchte verbleiben mit einem Bonmot zum Thema Hobbys. Wer ein Hobby hat, macht aus Freizeit Freuzeit. Viel Freuzeit wünsche ich Ihnen. Dankeschön. Dankeschön. Peter Lachmann. Vielen Dank.